Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Crysis 3. Wir sind hier immer noch auf dem Damm und haben die Generatoren im letzten Video kaputt gemacht. Jetzt habe ich noch einen Pfeil. Müsste zumindest einen haben, ja. Und bin mir gerade nicht ganz sicher, wo ich hin soll. Dort unten. Ja. Bin mir gerade nicht so ganz sicher, wie ich da hinkomme. Hier runter? Schauen wir mal. Sieht danach aus. Ja, wird gehen. Romeo 1, wir haben ein Zeitfenster von 60 Minuten für das Primärziel. Mehrere Cell-Einheiten nähern sich Ihnen. Gefährden Sie jetzt nicht die ganze verdammte Mission. Ich bin gerade gar nichts am Machen. Wow! Ja, der Damm ist dann im Arsch. Okay, wo zum Henker bin ich? Was geht jetzt? Romeo 1, rücken Sie jetzt zum Nexus vor. Ich verbuche die explosive Exfiltration der Hardware als unkalkulierbar und völlig irrsinnig. Mein Name ist Prophet. Sie haben keinen Namen. Den haben nur Menschen. Wow. Sie haben eine Kennung und eine gottverdammte Seriennummer. Und Sie haben ohne mich keine Chance. Also machen wir beide das Beste draus. Ich brauche einen Lagebericht. Okay. Cells Höhenverteidigungssystem ist komplett offline, aber es ist noch nicht vorbei. Es wird eher noch schlimmer. Cell zieht sich zurück und sammelt sich an der Nexus-Basis. Wie es aussieht, wollen sie die ganze Gegend in eine Todeszone verwandeln. Sei vorsichtig. Na super. Klingt ja spaßig. Ich spiele es noch bis zum nächsten Kontrollpunkt und dann werde ich erstmal aufhören. Ja, ich will das haben. Haben. Hä? Hält das jetzt? Keine Ahnung. Da die Richtung, ja. Hier untersuchen. Hallo? Bis jetzt ja ruhig, ne? Ja, die sind dann leicht ertrunken. Ich brauche eine Fallkiste.
Rehe. Was ist hier los? Hoch. Das war nicht so cool. Wo ist mein Pfeil? Treibt weg. Super. Ich habe keine Waffe mit. Scheiße. So, wo ist mein Pfeil? Alter. Super, ich komme an den Pfeil nicht ran. Heb doch. Meine Güte. Das hat er das nicht getan. Das ist nicht schön. Ja, findet dieses Arschloch und macht ihn kalt. Tut das. Oh, hi. Jetzt habe ich ein Problem. So, das mussten wir jetzt einmal auf die etwas härtere Tour machen. Pfeile. Pfeile. Wo sind Pfeile? Pfeile? Oh mein Gott. Da. Gib. Oh. Oh, Sicherheitstor. Ja. Das ist doch schön. Gut, nächster Checkpoint und ich bin raus. Romeo Actual, hier Romeo 1. Ich sitze hier immer noch fest. Im Lift. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Romeo 1,
Das muss warten. Wir haben im Moment Wichtigeres zu tun. Du hattest recht, Psycho. Sie steht auf dich. Ich fange an, sie zu mögen. Blöd, Mann. Wie komme ich weiter? Ah, da. Oder? Keine Ahnung, ich gehe jetzt mal lang. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich glaube hier lang, oder? Sieht da noch aus. Hallo? Romeo 1, Ihr Primärziel ist in Sicht. System X ist in einem Erntekomplex mehrere hundert Meter unter dem Straßenniveau untergebracht. Aber das Kontrollsystem ist direkt über Ihnen. Sie müssen da irgendwie rauf. Drohender Systemausfall. Alle zivilen Mitarbeiter im Kreis von 15 Meilen evakuieren. Das kann kein Zufall sein. So, was habe ich jetzt hier gekriegt? Aber ich bin verletzt! Da kommen noch mehr! Brauche Hilfe! Sie dürfen nicht durch die Leitung! Das Hauptquartier! Upsie. Das klingt jetzt mal absolut nicht spaßig. Huch! Ja! Brauche derzeit aber nichts. Rot Hex Ref Rot. Ach, keine Ahnung. So. Hier haben wir einen Kontrollpunkt. Das wird jetzt ein etwas kürzeres Video. 15 Minuten ungefähr. Also. Bei diesem Kontrollpunkt steigen wir dann nächstes Mal wieder ein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war jetzt ein etwas kürzeres Video, ich weiß. Aber ich muss jetzt erstmal andere Dinge tun. Und beim Kontrollpunkt kann ich dann ja wieder einsteigen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Gehen dann vermutlich zu Sektor X. Begegnen vielleicht ein paar Seth, wer weiß. Keine Ahnung. Aber es wurde von Seth gesprochen. Also dann. Ciao.